heiße Nathalie, ich komme vom CVDM Bündig Münster und arbeite auch im Fachausschuss mit. Da bin ich für die Freizeiten verantwortlich. Und deswegen habe ich eine tolle Idee mitgebracht, was ganz oft bei uns auf den Freizeiten stattfindet. Gerade vor Ostern gehen wir ja den Karfreitag auf ganz besondere Weise. Wir erinnern uns daran, wie Jesus gewirkt hat, was er alles gemacht hat und ja, wie Gottes Liebe in ihm sichtbar wurde. Auch in vielen anderen Geschichten der Bibel ist Gottes Wirken sichtbar. Und ja, wir können ganz viel aus den Geschichten, die wir in den Bibel lesen können, über Gott erfahren. Und daher gibt es bei uns die Möglichkeit, in Kleingruppen so eine Geschichte mal nachzuspielen. Da werden die Jungschaler und Jungschalerinnen zu Schauspielern und stellen die Geschichte nach. Und am Ende führen wir das alles vor. Wir nennen das Bibliodrama. Mach das doch auch. Such vielleicht aus deinem Umfeld Geschwister oder Mama und Papa zusammen, lest zusammen in der Bibel eine Geschichte nach und spielt sie selber nach. Oder du schnappst dir Schleichtiere, Playmobil-Figuren, Lego-Sachen, Stofftiere, was du auch finden magst und stellst eine Bibelgeschichte dar. Schick doch dieses kleine Video wieder an deinen Jungschalleiter und so kommen bestimmt wieder viele tolle Bibelgeschichten zusammen. Und vielleicht können wir daraus ein großes Video machen, sodass du auch an Karfreitag ganz viel über Jesus und Gott erfahren kannst von den anderen Geschichten der anderen Jungschaler und Jungschalerinnen. Das sind die haben heute eine ganz besondere Geschichte für euch vorbereitet. Tag 1. Am Anfang war alles dunkel. Dann kam Gott und sagt, es werde Licht. Gott machte das Meer, die Erde, den Himmel mit Wolken. Gott machte die Berge, die Bäume und die Blumen. Gott machte die Sonne, und Gott machte die Sterne. Tag 5. Gott machte die Tiere in der Luft, die Tiere auf dem Land und die Tiere auf dem Wasser. Tiere. Gott machte den Menschen eine Frau und einen Mann. Gott sagte, bekommt viele Kinder.
Gott sagte, passt gut auf die Tiere auf. Gott schaute rum und war mit allem sehr zufrieden und glücklich. Kakibin. Und Gott segnete dann die Welt. Schaute Gott noch einmal auf die Erde und sagte, jetzt bin ich mit allem zufrieden. Jetzt mache ich eine kleine Pause. Und das macht er dann auch. Ja, jetzt warst du Regisseur, vielleicht sogar Schauspieler, Künstler, Maskenbildner und hast sogar vielleicht eine Kulisse gebaut. Du warst quasi derjenige, der ja dieses tolle Bibliodrama zustande gebracht hast. Ein kleiner Star? Bestimmt, bei Gott auf jeden Fall. Denn da können wir ja auch nachlesen, dass gerade du, der junge Mensch, ein Star sein kannst. Du kennst bestimmt die Geschichte von Jesus, der ja von vielen Menschen umringt waren und ganz viele Leute wollten zu ihm, wollten von ihm hören, wollten ihn anfassen, wollten ihm ganz nahe sein. Auch die Kinder wollten zu ihm, doch die Menschen sagten, nein, Kinder sollen hier weg, die haben da nichts zu suchen, der Mann ist so wichtig, geht weg. Jesus hört das und er sagt was ganz anderes. Er sagt, nein, lass doch die Kinder zu mir, lass sie zu mir kommen. Ich möchte sie segnen. Sie sind bei mir ganz groß. Und später sagt er auch nochmal, hey, ihr müsst werden wie die Kinder. Die verstehen viel mehr von mir und meinem Vater als ihr Großen. Du bist der Star bei Jesus. Und das ist super schön. Du bist gesegnet von ihm. Und du bist wirklich ein Kind Gottes, das geliebt ist. Die Mini-Jungschar Bündig Münster grüßt mit Jesus Christus mutig voran!